Die Walter EFC3R, also Rechargeable, die habe ich jetzt seit einem Dreivierteljahr im Einsatz. Und zwar nicht als EDC-Lampe, dafür ist sie einfach zu groß, sondern als ja, draußen zum Bushcraften oder für Survival Training. Und wenn ihr interessiert, was diese Lampe kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osmann. Schön, dass du dabei bist. Heute mal aus dem Fahrzeug, denn wir gehen dann gleich raus und werden die Lampe testen. R ist ganz hinten bei der Modellbezeichnung und zwar, sie ist rechargeable. Da ist standardmäßig ein Akku dabei, ein 21700er, was auch immer das bedeutet. Fakt ist aber, das Ding ist ein Brummer. Es ist wirklich ein Brummer und macht 3000 Lumen im maximalen Bereich. Zum Einschalten hinten, das ist einmal Klick. Und du schaltest ein. Es gibt auch den Modus für so leichtes, ich weiß nicht, zum Morsen vielleicht, oder dass man nur ganz kurz Licht macht und dann wieder weggeht. Auch vielleicht ein bisschen in den taktischen Bereich hinein, da bin ich aber kein Experte dafür. Aber das kann ich mir vorstellen. Also wirklich Klick, dann für Dauerlicht, Klick wieder weg und leichtes Berühren bedeutet, du machst auch Licht. Gut, das ist einmal hier, das heißt, von hinten einzustellen. Es gibt, glaube ich, 5 Modi. Der höchste ist mit 3000 Lumen und dann geht das der Reihe nach runter. Billige Eigenwerbung, ich gebe da unten den Link. Dort findest du alle technischen Daten und da siehst du dann auch die unterschiedlichen Lumeneinstellungen. Wir schauen uns das dann draußen an. Das Ganze ist, über diesen Schalter hier sind die Modis umzustellen. Das bedeutet, du schaltest jetzt hinten ein und kannst hier jetzt vorne am Lampenkopf die Modis umstellen, Alter. Ja, also das ist zum Beispiel der nette, der kleinste, der absolut ausreicht, um zum Beispiel den Weg auszuleuchten oder wenn du im Camp oder im Zelt oder unter dem Dach bist, jetzt hier Ausrüstung zu suchen oder dich ganz einfach einzurichten, da reicht das auf jeden Fall. Und wenn du halt volle Power willst, dann, aber das werden wir dann sehen, dann schaltest du die hier. Boah, so. Und wieder aus. Das Schöne ist, das Ding merkt sich das. Ja? Also es ist jetzt nicht so, wie man das bei billigen China-Lampen hat, dass man da immer wieder von vorne anfängt, dass nach dem Strom aus, also die Spannung weg ist, dann automatisch auch die Elektronik nicht mehr weiß, was hinter und vorne ist, sondern das merkt sich das. Das ist sehr, sehr schön. Du hast hier den USB-C. Es ist auch ein Ladekabel mit dabei. Das bedeutet, du kannst direkt die Lampe laden, ohne dass du jetzt diesen 21700er Akku rausnehmen musst. Vorne sind 4 LEDs mit eingebaut, die auch die dazugehörige Power machen. Und natürlich, wenn du mit 3000 Lumen fährst, wird das Ding hier schon relativ warm. Aber das ist Standard so. Ja. Das erkennen wir bei allen Lampen. Ich habe dann auch ein paar andere Lampen im Vergleich mit, zum Beispiel eine Surefire Aviate habe ich auch schon mal vorgestellt, beziehungsweise eine günstige Lampe, auch eine taktische Lampe von, auch von Walter, die wir zum Beispiel einsetzen für unsere Universalhalterungen, die wir bei Armbrüsten haben oder bei anderen Teilen, aber das schauen wir uns der Reihe nach an, damit wir ein bisschen einen Vergleich haben. Also insgesamt, für wen ist so eine Lampe gedacht? Sicherlich nichts für EDC, also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte immer und immer und immer und immer wieder das dabei haben für den Notfall und brauchst das Licht aber nicht täglich, dann ist die Lampe sicherlich nicht die richtige Wahl. Warum? Weil sie einfach zu groß und zu schwer ist, meiner Meinung nach. Ja? Es ist zwar ein Clip mit dabei, das ist alles cooler. Ich glaube nicht, dass man das mit dabei hat, zumindest ich nicht. Und ich gehe davon aus, dass 80% aller anderen das auch nicht mit haben. Da braucht man was Kleineres. Aber wenn du jetzt sagst, du wirst es brauchen, du wirst fix das Licht brauchen, zum Beispiel beim Bushcraften, zum Beispiel beim Survival Training oder wenn du bei uns auf Waldurlaub.at einen kleinen Urlaub machst und es ist dunkel, stockdunkel und es ist gerade nicht Vollmond, selbst bei Vollmond, naja, egal, wie auch immer, wirst du das Licht brauchen. Also für die ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Eine Sache noch, bevor wir jetzt rausgehen, ich habe das Teil, ich weiß nicht, länger als ein halbes Jahr, weil wir haben sie ja im Sommer letzten Jahr eingesetzt. Ich habe sie kurz nach der IWA bekommen. Und was halt dieser Dichtungsring, der hier hinten eingebaut ist, der hat sich schon aufgelöst, also den hat es zerwurzelt. Da habe ich da ist auch ein Satz, glaube ich, mit dabei im Lieferumfang, den habe ich schon raufsetzen müssen. Aber sei es drum. Es ist angeregnet worden. Ich habe sie draußen liegen lassen über Nacht, aber unabsichtlich tatsächlich bei einem Training. Es hat so stark geregnet und ich habe es draußen vergessen. Komplett angeregnet, komplett nass gewesen, tut der Lampe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob da der Dichtungsring schon beschädigt war. Das ist mir erst jetzt vor 2 Wochen aufgefallen, als wir eine kleine Nachtwanderung gemacht haben. Aber sei es drum. So, und jetzt wirklich. Schauen wir, was sie kann. Naja gut, dann legen wir mal los. Das war jetzt der, weiß ich jetzt gar nicht, welcher Modus das war. So, da muss man am Lampenkopf ein bisschen greifen. Puh, wird gleich mehr.
Und das ist der ganz arge. Also das ist jetzt keine Lampe, die extrem weit leuchtet, sondern schreibt mal gerne einen Kommentar, wie man das nennt. Etwas, das nicht weit leuchtet, sondern viel ausleuchtet. Und genau das tut das. Das sind jetzt diese 3000 Lumen. Und das macht halt alles, jo, sehr, sehr nett. Hier jetzt, wenn du den Weg ausleuchten willst, also auch das ist, wie gesagt, überhaupt kein Thema. Das ist absolut ausreichend und eben immer mehr dazu. Ja, das ist einmal die EFC3R. Da jetzt der direkte Vergleich zur 300 Lumen Lampe, nämlich dieser Tactical auch von Walter. Und die leuchtet halt nicht den Nahbereich aus, sondern die geht halt in die Distanz. Das ist genau die, die wir für unsere Universalhalterungen, für unsere Armbrüste und andere Teile benutzen. Wenn dir das interessiert, gebe ich natürlich auch den Link. Die Lampe hier, diese Tactical 300, gibt es auch bei uns im Shop. Ja, schaut euch das ganz einfach an. Also da ist aber nur ein Aus, da gibt es keine Modis. Und ja, das ist eine richtig taktische Lampe. Also ganz ein anderer Stil. Ja, und hier die Surefire, die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Die ist halt der Wahnsinn. Ja. Vom Kostenfaktor her, die kann rot und auch weißes Licht, und bei der ist es halt auch so, also die ist halt relativ einfach gestrickt, funktioniert halt mit einer CA123 und die geht auch in die Distanz, ja, vielleicht jetzt, also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Tactical 300, ist das natürlich eine ganz andere Welt, aber nur damit du siehst, wo wir hier daheim sind, ja, so schaut das aus. Ja, fassen wir zusammen, wenn dir das Licht, dieser Lichtkegel so passt, denn die Modis, die zur Verfügung stehen, sind absolut ausreichend. Ja. Bietet alles, was man so braucht, dann bist du mit der Lampe sicherlich gut dabei. Also mein Einsatzgebiet ist ganz einfach, wenn man rausgeht, im Campus, im Wald vielleicht auch, denn da hilft meiner Erfahrung nach dieser Strahl, wie zum Beispiel bei dieser Tactical 300 auch von Walter, das hilft gar nicht so viel, weil du bei den Bäumen gar nicht vorbeikommst. Ja. Also da ist mir ehrlich gesagt dieser, wie nennt sich das? Bitte schreib mal einen Kommentar, wie man das nennt, wenn die Lampe so auseinanderstrahlt. Dann will ich mir das merken und in den nächsten Reviews dazugeben. Vielleicht noch einen letzten Punkt zusammen. Wie schon gesagt, ist keine EDC-Lampe, da ist eher sowas wie eine Surefire, die schon etwas größer ist, aber leider auch sehr teuer. Oder du checkst da halt eine, bitte, das ist billige Eigenwerbung, eine K4 Mini-Lampe, unsere EDC-Lampe, die auch absolut ausreichend ist, ja, die du zum Beispiel mit einem Sippo hier, mit unserem aus der Reini-Rossmann-Werkstatt gemachten Sippo-Träger, also Gürtelholster oder für einen Leatherman Wave oder für 100.000 andere Messer, die wir gemacht haben. Also da glaube ich, dass das als EDC die bessere Variante ist. Für den Bushcrafter absolut, absolut, absolut brauchbar. Und das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, auch wenn du etwas länger draußen bist, weil du eben durch das USB-C direkt, wir haben das schon gemacht, mit diesen kleinen tragbaren Paneelen direkt aufladen kannst, und das funktioniert auch großartig. Und wobei man dazu sagen muss, aufgrund des Akkus, wenn du nicht immer mit den 3000 Lumen fährst, was in Wahrheit ja eh nicht notwendig ist, ja, muss ich da gleich einmal sagen, wer braucht das immer, das ist Tag, machst dir die Nacht zum Tag, dann kommst du auch sehr, sehr lange aus. Also wenn zum Beispiel, jetzt mache ich wieder billige Eigenwerbung, im Bushcraft-Areal eine Woche bist, ja, und nur normal arbeitest, nicht mit den 3000 Lumen, dann wirst du mit dem Standard, und da meine ich jetzt gar nicht das ganz Kleine, sondern wird schon leicht warm, ja, mit so einem Medium, sowas hier da zum Beispiel, ja, kommst du auf jeden Fall aus, außer du machst halt jeden Tag eine Nachtwanderung, aber dann kannst du es aufladen, das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es das war. Musst du für dich selbst entscheiden, ob das eine Lampe ist, die interessant ist. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, ja, dann gebe ich dir natürlich den Link zu all diesen Punkten hier. Vielleicht sagst du, okay, du möchtest doch eher etwas Taktisches haben, so zum direkten Ausleuchten, oder ja, eine unserer Universalhalterungen, die wir gemacht haben, genau für diese Tactical 300, für unterschiedlichste Teile, schau dir das auch an. Oder eben dieses Ding hier, auch da gebe ich dir den Link. Mir gefällt sie gut, schreib mal gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.